Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder zurück in Melbourne mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Großen Preis von Australien. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Albert Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Kann Mercedes den Kampf um seinen 7. Konstrukteurstitel in Folge mit einem Sieg beginnen? Oder können Ferrari oder Red Bull sich früh an den Vorteil ziehen? Und wie schnell kann das neue Team sich bei den 22 Boliden am Start einen guten Platz erkämpfen? Es gibt viel zu diskutieren, Stefan, und ich bin froh, wieder dabei zu sein. Ja, Heiko, es war ein langer Winter und es ist schön, endlich wieder hier zu sein. Ich glaube, wir werden wieder die üblichen Verdächtigen um die Führung kämpfen sehen, aber zu Beginn einer neuen Saison gibt es immer die einen oder anderen Startprobleme und wer die am besten im Griff hat, wird heute im Vorteil sein. Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es in dieser Saison 11 Teams gibt und das neue Team hat, man glaubt es kaum, einen Besitzer, der gleichzeitig Fahrer ist. So etwas haben wir in der Formel 1 seit Hector Rebaque nicht mehr gesehen und das ist über 40 Jahre her. Wie schlägt sich das Team bis jetzt? Seit angekündigt wurde, dass sie teilnehmen, gab es Zweifel daran, dass ein Rennstall wie dieser hier bestehen kann. Und es war bis jetzt wirklich eine Feuerprobe für sie. Ich hoffe, sie finden weiter genügend Geldgeber und schaffen es auch ein bisschen schneller zu werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Verstappen, Charles Leclerc und Norris, Albon, Sainz Jr., Ricciardo und Lance Stroll. Quert, Gasly, Esteban Ocon und Magnussen, Perez, Raikkonen, Romain Grosjean und Antonio Giovinazzi. King, Richter, Russell und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Dauert gerade wieder einen Moment mit dem Nachladen. Dann sage ich mal so, herzlich willkommen zurück zum Rennen. Wir sind dabei. Und ewig langer Ladebildschirm, okay. Ja, passt, perfekt. Ja, Rennstrategie, ich werde wahrscheinlich wieder die fahren. Okay, das passt vom Dienst her. Okay, soweit. Ja, passt schon irgendwie. Gut, dann gehen wir rein. Ins erste Rennen der Saison fürs neue Team. Okay, keine Anschlussrunde. Okay, da war ich ein bisschen überrascht jetzt gerade. Da müssen wir uns jetzt natürlich arbeiten. Ja, das war zu viel des Guten. Der hat den Williams für mich mitgezogen. Da war auf einmal kein Platz mehr auf der Seite. Ich habe mich ein bisschen verbremst, gerade auch komplett. Weil ich noch mehr Einstellung drin war. 16. momentan. Great first lap. Keep it up. Da ist der Williams aber direkt mitgezogen, komplett mitgezogen. Ich hab den Alpha direkt hinter mir kleben, da sieht sie auch im Flügel, im Rückspiegel. Da steht ein Williams-Kassier, das ist abzuwarten. Der ist gut, der ist aber gut an die Lücke mitgezogen, weil ich hatte eigentlich den Renault versucht zu holen. Und dann kam da noch ein Auto an der Seite angeflogen.
15 Runde waren es. Haben wir hier im ersten Rennen. Die erste schnelle Runde gegangen, Lewis Hamilton. Ich komme natürlich nicht mehr dran. Weil wir ohne. Ohne DRS habe ich keine Chance daran zu kommen, um was zu machen. Ich bin hier deutlich besser angekommen. Frage ist, ob ich den kassieren kann hier. Ja, der lässt mir die Lücke nicht auf. Ah, doch, habe ich ihn. Da hat er mir doch links ein bisschen zu viel Platz gelassen. Aber ich habe schon Druck bekommen gerade. Ja, 15. momentan. Und da scheint er nicht viel doch ein bisschen seine Probleme. Nee, okay. Er ist doch dahinter. So, Runde 3 und das ist der erste Ausfall. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead. Ocon mit dem ersten Ausfall. So habe ich das richtig gesehen, ne? Weil dafür aber nicht viel. Gelb und da ist oben auf einmal noch einer richtig langsam geworden. Ja. Der erste Ausfall der Saison. So, bekomme ich den Alpha Tauri, der vorne eingefangen bekomme. Wo heißt Perez? Bevor es Gasly. Komme. So. Und da vorne ist wieder gelb. Nee, grün ist es. Die Frage ist, warum? Wo kann sein, dass der Renault noch hier stand? Bis gerade eben. 11 Runden noch. In diesem ersten Grand Prix. Ich habe mich jetzt so langsam ein bisschen ran an den Wagen vor mir. Glück hinter mir, dass ich jetzt ziemlich groß. Ich höre, dass kein Anführungshund dabei war. Habe ich eigentlich angestellt oder nicht? Das war der Start, nämlich ein bisschen schlecht. So, da vorne ist der Perez und dann die zwei Alpha Tauri davor. Und davor, das sehe ich gerade nicht. Der Teamkollege ist es nicht, der müsste irgendwo hinter mir liegen. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. 10 Runden noch.
gucken, ob ich den kassieren kann da vorne. Klar ist die gleiche Motor drin, ne? Honda gegen Honda gerade. Aber ich komme jetzt ein bisschen besser ran an die Autos. Klar, die sind im Zweikampf da vorne. So, jetzt sehe ich Honda da vorne, ist immer der Perez. Also hier sehen wir noch immer den mit den 13 Platzierten. Davor sind die beiden Honda. Und der Alpha hinter mir, der schließt auch langsam ein bisschen auf. Sind jetzt aktuell 3,0 Sekunden. Und der schon zuvor, der sind 1,7, 1,6 gerade. Das finde ich auch cool, dass die Zeiten sich gerade so ein bisschen in der Echtzeit ändern. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt runterkriege. Fahren bekomme 1,5 Sekunden nur noch. Also ich komme ein bisschen näher dran. Wir sind jetzt noch 9 Runden. 1,2, 1,3. Ja. Das dauert vielleicht noch, wenn ich je nachdem ich durchhalte 1, 2 Runden. Bis ich dann irgendwann mal das DS klein machen kann. Oder einschalten kann. Das ist natürlich das Blöde. Das war mein Fehler. Ah, dieser. War der Flügel? Scheiße. Okay, damit hat sich das erledigt. Hab ich den Flügel kaputt? Nee, das habe ich schon nicht. So, damit gehe ich jetzt in die Box. Scheiße, das war natürlich jetzt das, was ich eigentlich nicht haben wollte. Dreher zum günstigsten Zeit. Ich war schön dran an dem Auto. Okay, der Flügel hat tatsächlich gehalten. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Go, go, go. Ist das lächerlich. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Wobei, das hätte eigentlich der Flügel sein müssen komplett. Den habe ich mich schön erwischt. Ja, das ist es halt. Ich bin so am Kopf gekommen und dann hat es das Auto weggedreht. Damit hätten wir die Chance auf Platz 14 weggeschmissen. Damit müssen wir gucken, dass wir vielleicht auf 16 noch kommen. Irgendwie. Da. Ein Auto haben wir noch hinter uns. Wenn es gleich in der Box war, wie das alles sieht, weil es dann nach vorne geht wieder. Schnell zurück, ach, das war die Haas. The car ahead is coming to fit the mediums. Car ahead, now running medium tires. Okay, der Raycon ist vorne weg. Den muss ich noch kassieren. Ach, das ist ärgerlich. Aber ja, mein Teamkollege noch nicht drin. Vermutlich.
Simon noch. Naja, ist jetzt gerade schön weggehauen. Jetzt ist er in der Box, okay. Ich hatte was erwartet. Jordan is coming in for a stop. Ich bin schön nah dran da vorne. Die Frage ist nur, wo der Teamkollege ist. Ne, ist noch ein zweiter aus Auto drin. Und auf 16. Na gut, jetzt habe ich ja meine Position verloren. Ich den Dreher. Die haben wir jetzt wieder. Die Frage ist, ob ich den noch bekriege da vorne. In den 6 Runden aber wahrscheinlich nicht. Ah, 16. Naja. Wenn nicht nochmal sowas passiert. 6 Sekunden. Ich lasse eine Sekunde pro Runde gut machen. Bisschen was besser noch gehofft. Aber 4 Plätze gut gemacht. Ja, den kriegen wir nicht mehr da vorne. Der zieht das mehr oder weniger weg da. 5 Runden noch. Ich weiß, 7 Sekunden. Ich muss ja nach hinten gucken. Schon 2,6 Sekunden. Den Alpha davor, da hinten. Die kommen mir auch, die drei. Aber ich habe Teamkollegen, ich lage mich eigentlich schon zufrieden. Ja, der Dreh war unnötig. Das hätte mir vielleicht sogar noch. Da wäre ich schön weg gewesen vorne. Ich wäre immer was nach vorne gegangen. Aber der hat es mir ja dicke Zeit gekostet. Naja, passiert. Egal. Ärgerlich, aber nicht änderbar. So, Runde 11, 4 Runden noch. Und dann haben wir das erste Rennen der Saison durch. Und dann momentan mit 16 mit Platz 18. Eigentlich relativ gut gestartet. Aber ich hoffe, dass mein Teamkollege noch irgendwie noch vielleicht den Giovinazzi damit abfängt. Und wenn man zumindest auch auf 16 und 17. Nicht, ob die Platzierungen, dann dürften wir irgendwo bei 8 oder 9 liegen. Das beziehungsweise dann wären wir top zufrieden. Ich will nur die Vorgaben des Teams erreichen, das heißt Platz 10. There's 5 laps of fuel remaining. Und 5 Runden noch, ja. Na, ja, der stellt immer mal wieder um, dass ich ein bisschen was rausholen kann. 2,6 Sekunden, 3,5. Okay, gap ahead is 8.0 seconds. Da haben wir gar keine Gedanken mehr, der ist nämlich weg da vorne. Da komme ich gar nicht mehr ran.
Ah, ich muss echt noch hinkriegen. 2,2 Sekunden. Also der Abstand wird nicht größer. Und im Gegenteil, wird sogar kleiner. Aber sollte eigentlich, wenn ich den... Wenn man nur ein bisschen verliert, dann sollte das kein Problem sein, das zu verhalten. Wie gesagt, der Abstand macht mir gerade ein bisschen Sorgen. 2,1 Sekunden nur noch. Ja, der Teamkollege kommt noch nicht vorbei, ne? Der kommt auch nicht vorbei an dem Auto. Ein bisschen die Curbs meiden. Nächste Rennen müsste Bahrain sein, ist es auch. Und dann geht es auf Vietnam zum ersten neuen Grand Prix. Auf die Strecke bin ich auch vor allen Dingen sehr gespannt. Ja, doch, ja, der Abstand ist. Der Abstand wird nicht größer da hinten. Mittlerweile sind es nur noch 1,5 Sekunden. Also, ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen arbeite. Our gap to the car in front is 9.2 seconds. Das ist noch die vorletzte Runde, dann haben wir noch ein bisschen. Also, den muss ich irgendwie noch gehalten bekommen. Und jetzt sehe ich ihn schon im Rückspiegel. Oh, das Auto ist nicht so raus. Wir sind 15. Ein Mercedes, der sich verabschiedet. Gap to teammate behind is 2.6 seconds. Dann haben wir wieder unsere Wunschposition. Wir müssen wieder diese Runde und nächste Runde halten. Dann werden wir. Ist gut, das Auto ist weggeräumt. Nee, das ist nicht der Schick gefunden. Naja, der steht hier. Okay. Okay, clear. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich irgendwie weggehalten bekomme da. Weil der ist nämlich nur noch eine Sekunde dran und das ist das Problem. Ich wollte mich jetzt nicht noch irgendwie von einem Auto snacken lassen. Den will ich noch schlagen. Zumindest einen der beiden. Letzte Runde. Drei Kurven noch, dann haben wir noch eine Runde. So. Ah, der hat die heiße Scheiße. This is your final lap. Final lap of the race. Also das habe ich mal überlebt. Der macht jetzt richtig Druck. Der will diesen Platz noch haben und ich will Platz 15 wieder mitnehmen. Das kann am Ende wahres Geld wert sein und das kann auch, was die Konstrukteurswehr anbetrifft, sehr wichtig sein.
So, erste Rennen geht an Lewis Hamilton. Das ist aber relativ unentwichtig gerade für uns. Scheiße, ich hab... Less than a lap of fuel now. Ja. Scheiße, wir haben keinen Sprit noch. So, den halte ich mir noch hinter mir. Vergiss es. Da war kurz vorbei, deswegen haben wir das DRS. Das könnte uns den Arsch retten. So, wenn wir Glück haben, können wir uns natürlich jetzt rein retten. Boah, das reicht noch. Yes! Race over. Take care of the car on the way in. Platz 15. Erste Rennen. Und 17. Hey, sogar Fahrer des Tages. Und das im ersten Rennen direkt. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberfalken. Ja, unwichtig. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Hm. Oh Gott sei Dank, das gereicht noch. In einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Richter. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, passt. Bin zufrieden. Kann man mit leben. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie schienen das Auto wirklich voll unter Kontrolle zu haben. Ihr Team ist sicher begeistert. So. Danke für den Kommentar. Tausend Abzüge für Schaden, ja. Gut für den Flügel, ne? Jetzt kommen wir, 2,4 Millionen, ja. Geld, gutes Geld bekommen. Deswegen war die Position da sehr wichtig. So, am nächsten Rennen geht's dann weiter. Das heißt dann Bahrain. Das heißt in die Wüste, das wird dann auch nicht ganz einfach. So, was haben wir denn hier noch so für Informationen? Kann man da auch was entwickeln? Ich guck mal, ob ich den Sinn, ob die Sponsoren angezogen bekommen. 3,7,4. Ich guck mal gerade, was wir noch.
124.000 hier bei PST mit 140.000. Ich Runden während des Trainings, okay. Das ist fast nicht machbar. Oder wie lange mal? Okay. Schließe bei einem Rennen, sondern das bis 14 ab. Ja, es ist alles. Ich muss am Jungen. Ich schieße halt 54 Runden. Schieße eine Runde Ausfälle im Team ab. Ja, nehmen wir die mit. Weil umso besser, umso. Was das betrifft, ist klar. Das hier ist der Fahrermarkt. Hier kannst du dir relevante Details zu jedem Fahrer ansehen, Fahrer vergleichen und sie zu deiner Watchlist hinzufügen. Während der Zeit für Vertragsverhandlungen kannst du hier die Fahrer kontaktieren, die du einstellen willst. So, den setze ich mir mal auf jeden Fall auf die. Krieg ich den irgendwie geholt? Nee, ne? Und den setze ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist, weil den würde ich gerne haben, dann irgendwann im Team. Wenn das irgendwie möglich ist. Ablöse habe ich keine, ne? Naja, egal. Sei es so. Gut. Dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann mit dem Auftakt zum Rennwochenende von Bahrain.